So, liebe Leute, hier das Intro zu unserer Prüfungsvorbereitung HQ, das zweitägig jetzt stattgefunden hat. Der erste Teil beschäftigt sich immer, wie der zweite auch, mit dem Bearbeiten von Prüfungsaufgaben. Und da einen kurzen Abriss mal. Wir haben es mit der Aufgabe 2021-1 aus dem Frühjahr. Wir haben verschiedene Übungsaufgaben und Fragen aus der Prüfung beantwortet. Das Gleiche haben wir natürlich dann auch über die Schmiedeteile und so weiter dann entsprechend bearbeitet, die dort angesprochen gewesen sind. Genauso wie hier die Aufgabe A2 mit den Schwenkwinkeln, die auch ohne eine Winkelangabe lösbar gewesen ist. Die Drehmomentenberechnung und dann letztlich die Aufgabe 2c, die praktisch so ohne irgendwelche Zusatzangaben nicht lösbar gewesen wäre, wenn man nicht bestimmte Annahmen getroffen hätte. Aber dieses Dilemma, das lösen wir dann in dem Video auf. Weiter geht's mit der Aufgabe 3, wie geschickt man zu Werke gehen kann, wenn man nur die richtigen Ideen hat, werden wir hier sehen. Die Standardaufgabe zur Berechnung von Leistungen beim Bohren oder Drehen und Fräsen. Am Beispiel des Bohrens haben wir es hier exerziert. Die Aufgabe 4, eine weitere Prüfungsaufgabe, ist die aus dem Jahre 2020-2, dem Herbst. Und zwar geht es hier um ein Scherenhubgestell. Dort sind verhältnismäßig einfache Aufgaben zu berechnen, wie wir sie dann durch Stanzen und Laserstrahlschneiden kennen. Wir kennen aus der NTG die einfachen Bewegungsprofile, die VT-Diagramme, mit denen wir Beschleunigung, Zeit und Weg bestimmen können. Beim Stanzen haben wir es uns dann hier tatsächlich ein bisschen leichter gemacht, denn Berechnung des Umfangs ist hier verhältnismäßig überschaubar. Und zu guter Letzt haben wir uns an die Aufgabe von 2020-1, dem Frühjahr, herangetraut, also dem Windrad. Wir haben dort verschiedene werkstofftechnologische Zusammenhänge herausgearbeitet und sind dann praktisch mit dem Tag quasi zu Ende gegangen. Ein weiteres Intro zum zweiten Tag ist in Arbeit.